Das große Hessnatur Jubiläumsquiz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge vom großen Hessnatur Jubiläumsquiz. Ich stehe jetzt hier vorm Versandgebäude von Hessnatur in Butzbach. Und wenn Sie uns hier in Butzbach besuchen, dann ist die erste Person, die Sie kennenlernen dürfen, meine Kollegin Ruth Salomo vom Empfang. Und der statten wir jetzt mal einen kurzen Besuch ab. Kommen Sie mit. Da ist sie schon. Hallo Ruth, grüß dich. Du bist die gute Seele vom Empfang bei Hessnatur. Seit wie vielen Jahren schon im Unternehmen dabei? Seit fast 20 Jahren. Seit fast 20 Jahren. Mhm. Wie viele Anrufe kommen denn so im Schnitt bei dir am Tag an, die du dann weiterstellst zu den ganzen Kolleginnen und Kollegen? So circa 300, schätze ich mal. Auch gar nicht mal so wenig, schon eine gute Hausnummer. Ja. Jetzt haben wir ja immer viele Gäste hier bei Hessnatur, die zu Besuch kommen. Wer war denn so in der Vergangenheit ein besonderer Gast, an den du dich besonders gut erinnern kannst? Ist immer ganz nett, wenn Miguel Adrover kommt. Unser Designer, genau. Dann kommt er mal rein und freut sich und sagt, hallo Sunshine, wie geht's? Und dann gibt es Küsschen rechts und links und ist immer ganz toll, wenn er kommt. Da habt ihr schon so ein richtig kleines Begrüßungsritual. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Gut, 35 Jahre Hessnatur, wir spielen das große Hessnatur Jubiläumsquiz und du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die nächste Frage vorzulesen. Ich habe sie dir mitgebracht. Walte deines Amtes, in dem Umschlag befindet sie sich und bin mal gespannt, was es heute für ein Thema ist, was Sie heute für eine Frage bekommen. Also, welche Naturfaser aus China ist besonders gut für empfindliche Haut geeignet? Vom Namen der Naturfaser benötigen Sie den ersten und den dritten Buchstaben für die Lösung unseres Wortpuzzles. Also es geht um eine Naturfaser aus China. Es wird der erste und dritte Buchstabe benötigt. Viel Spaß beim Mitraten und bis zur nächsten Folge. Und hier nochmal die Frage. Welche Naturfaser aus China ist besonders gut für empfindliche Haut geeignet? Vom Namen der Naturfaser benötigen Sie den ersten und den dritten Buchstaben für das Wortpuzzle.